So, dann sind wir online. Bis jetzt kann uns nur die Frau Peters hören. Die fragen wir jetzt gleich mal, ob sie uns hören kann, ob der Ton okay ist. Ja, dann rede ich vielleicht auch gerade mal einen Moment, dann kann die Frau Peters und jetzt die Frau Wagner mich vielleicht auch schon hören. Letztes Mal habe ich die Frage per Chat auch gestellt. Mache ich jetzt mal eben. So. Noch kommt da keine Antwort im Chat. Beim letzten Mal habe ich die Frage gestellt, sind wir gut zu verstehen? Dann schrieb jemand, nee, und dann habe ich der erklärt, was sie machen muss, bis jemand Okay. sagte, die kann sie doch nicht verstehen. Ja, oh. Stimmt, das war jetzt nicht schlau. Aber die Frau Wagner schreibt schon was. Ja, ansonsten, was können wir im Vorfeld, sind ja noch 2 Minuten. Gut und Okay. deutlich, ja. Laut und deutlich, gut. Ja, vielleicht sieht die Frau Peters auch gerade nicht direkt vom Bildschirm. Das kann auch sein, dass sie erst sich um Ja. 10 Uhr davor setzt. Ja, wir sind noch relativ wenig, also es haben sich 9 angemeldet. Aber ich habe es eigentlich immer so gehalten, dass wir trotzdem pünktlich anfangen, weil erfahrungsgemäß schalten sich die anderen so nach und nach dazu. Und da es ja eh aufgenommen wird, kann man es dann anschließend auch angucken. Also ich würde da ungern dann auf den letzten warten. Zumal man ja nicht weiß, ob er dann kommt, der Nee, Letzte. weiß man auch nicht. Gerade bei diesen Webinaren, das zeigt die Erfahrung, kommen dann Sachen dazwischen und die werden dann einfach auch, sagen wir mal, nicht ganz so ernst genommen, wie wenn es jetzt ein Präsenztermin ist, wo man zu einem Seminar geht, aber ist halt so. Ja, also an alle Teilnehmer, die jetzt schon online sind, es gibt so ein Tool, wo Sie, warten Sie mal eben, ich schalte mal, so funktioniert es auf. Sie können so ein Handzeichen hier, wenn, warten Sie mal, es gibt dieses Handzeichen bei Ihnen. Und wenn Sie da drauf gehen, können Sie mit so einem Daumen hoch oder Daumen runter oder Smiley uns auch ein Zeichen geben. Und hier wäre jetzt einfach nur die Bitte mal, das eben zu testen mit einem Daumen hoch, ob Sie uns gut verstehen. Dann sehen wir ja, ob diejenigen, die jetzt schon da sind, wirklich. Ah, Frau Wagner hat den Daumen gefunden. Sehr schön. Die anderen noch nicht. Okay. Gut, aber die werden sich melden, wenn es nicht funktioniert. Jetzt teste ich nochmal eben den Chat auf dem großen Bildschirm. Wir werden es so machen, dass wenn wir uns gleich hier unterhalten, ich immer so einen Blick auf den Chat habe und zu schauen, ob es da Anmerkungen oder Fragen oder Kommentare gibt und wenn dann irgendwas zu einem Thema da kommt, was wir sofort beantworten können, dann werde ich Herrn Wieck einfach bitten, auf die Frage einzugehen, dass er sich dann ganz auf den Text konzentrieren kann, während ich so ein bisschen auf die Teilnehmerbeiträge gucke. Also ruhig den Chat nutzen, auch während wir hier erzählen. Der wird dann berücksichtigt. Jo, und das mache ich eigentlich auch meistens, wenn sich irgendwo ein inhaltlicher Abschnitt anbietet, dass wir irgendwo mal so einen kleinen Einschnitt machen. Dann auch nochmal den Chat auf den Bildschirm legen und Sie bitten, dann Ihre Fragen darzustellen zu dem abgeschlossenen Thema, bevor wir dann in ein weiteres Kapitel einsteigen. Okay, dann würde ich sagen, beginnen wir mal mit unserer Präsentation zurück zum Chart. Da sind wir. Also, erstmal herzlich willkommen, liebe Teilnehmer, herzlich willkommen, Herr Dr. Wieck. Freue mich, dass Sie uns heute Rede und Antwort stehen, oder erstmal besser gesagt, mir Rede und Antwort stehen. Das ist, glaube ich, das fünfte oder sechste Gespräch in dieser Reihe. Die haben in der Vergangenheit erstens mir immer ziemlich viel Spaß gemacht, auch den Kollegen, die dann an Bord waren. Und meistens war der Anlass für so ein Gespräch ein Thema, das mir entweder in einem Artikel oder meistens eigentlich über ein Buch über den Weg gelaufen ist. Und so ist es auch hier. Herr Dr. Wieck hat ein Buch geschrieben zum Thema Fairness als Führungskompetenz. Und ja, meine Bitte wäre vielleicht, dass Sie sich erstmal vorstellen und uns erzählen, wie Sie dazu gekommen sind.
Gerne, Herr Tönnissen. Erstmal ein Hallo und guten Morgen in die Runde. Ich freue mich, dass Sie mit dabei sind. Also Ulrich Wieck, vielleicht zu meinem Hintergrund in kurzen Sätzen. Ich bin von Hause aus BWLer und Sozialwissenschaftler, habe in verschiedenen Funktionen in Organisationen gearbeitet und bin jetzt seit fast 20 Jahren als Trainer, als Coach und Berater aktiv im Bereich Kommunikation und Führung. Und während der Arbeit mit den Teilnehmern in Seminaren, in Workshops sind dann, das fing so vor 10 Jahren an, immer mehr Themen, die was mit den Werten zu tun hatten. Und es ist mir immer klarer geworden, dass wir Menschen eben sehr stark durch unsere Werte geprägt sind, auch angetrieben werden. Und dann habe ich mich natürlich auch gefragt, was ist denn für mich ein zentraler Wert, und bin auf diesen Wert Fairness gestoßen. Und habe dann da immer mehr mich eingearbeitet, und es gibt auch eine Ausbildung bzw. Fortbildung zum Fairness-Coach und Fairness-Trainer, und habe festgestellt, da steckt ganz viel drin, was uns Menschen extrem wichtig ist. Ja, und das hat dann letztlich dazu geführt, dass ich das in einem Buch im letzten Jahr zusammengefasst habe. Genau, Fairness als Führungskompetenz. Ja. Ja, ich habe es gelesen. Ich sage gleich hier für die Teilnehmer, es ist kein klassischer Ratgeber, so wie man das vielleicht heute so als Managementbuch-Konsument gewohnt ist. Es ist eher eine Mischung aus Ratgeber und wissenschaftlichem Buch. Also es werden relativ viele Quellen auch zitiert, auf Studien verwiesen. Also der, ja, nicht so häufig, ich stoße zumindest nicht so oft auf Bücher, wo diese Verbindung zwischen Wissenschaft und Praxis versucht wird, so herzustellen, was es natürlich nicht ganz so leicht lesbar macht, wie vielleicht Bücher, die einfach nur in einem Beratersprech Empfehlungen geben und die 5 Punkte, wie man zu besseren Ergebnissen kommt, darstellt. Aber auf jeden Fall, ja, fand ich so interessant, dass es eben zu dem heutigen Termin gekommen ist. Ja, das vielleicht auch, weil für mich ist es immer wichtig, dass es irgendwo eine fundierte Basis hat, über was wir da reden. Ich wollte jetzt nicht irgendwo nur einen Gesinnungsaufsatz schreiben, so das ist meine Meinung und das sind meine persönlichen individuellen Wahrnehmungen, sondern schauen, was wissen wir über das Thema einfach. Und da hat es mich selbst überrascht, wie viel es dazu gibt an Studien, an Erkenntnissen, und das dann aber zu übertragen auf die Praxis. Das ist eben mein Ansatz. Die Zielgruppe sind Menschen, die im Berufsalltag stehen, die im Führungsalltag stehen. Okay. Ja, also ein Gedanke, der mich also aber ziemlich vielen Kapiteln und Ansätzen in dem Buch immer wieder so befallen hat, war, das ist alles schön und gut, aber wieso sollte ausgerechnet im Thema, ja, Führung oder in Organisationen noch immer Fairness herrschen, weil wirklich fair in dem Sinn geht es ja nirgendwo zu. Also das beginnt ja bei der Geburt, je nachdem, wo ich reingeboren werde, in welches Umfeld, andere, die mit ganz anderen Voraussetzungen starten. Fairness ist ja ist zwar ein Wert, aber als Prinzip oder sowas existiert es ja eigentlich gar nicht. Ob es nicht existiert, weiß ich gar nicht, aber es wird zumindest bisher nicht so explizit drüber gesprochen. Das Spannende an dem Thema ist ja, es ist für uns Menschen sehr, sehr wichtig. Und das lässt sich auch durch Umfragen belegen. Es haben zum Beispiel bei einer Umfrage der Fairness Stiftung aus Frankfurt Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus Unternehmen gesagt, und zwar 83% haben gesagt, dass ihnen Fairness im Umgang miteinander, mit Kollegen, mit Lieferanten, Kunden etc. sehr wichtig ist. Ja, also wir reden da gar nicht so häufig drüber, explizit unter dem Thema Fairness, aber es ist uns Menschen sehr, sehr wichtig. Und wenn es den Menschen, den Mitarbeitern wichtig ist, dann ist es auch ein Führungsthema. Mhm. Weil was den Mitarbeitern wichtig ist, kann den Führungskräften nicht egal sein. Okay. Das ist der eine Grund, weswegen ich glaube, dass es ein Führungsthema ist. Und der andere ist, dass es doch mittlerweile eine ganze Reihe von Belegen gibt, die zeigen, dass wenn ich als Führungskraft darauf achte, ob ich von meinen Mitarbeitern, von den Kunden als ein fairer, anständiger, gerechter Führungskraft wahrgenommen werde, dass ich als Führungskraft dann auch erfolgreicher bin. Und das ist meines Erachtens ein
wichtiger, nicht der einzige, aber ein wichtiger Ansatz, um sich mit diesem Thema auseinanderzusetzen. Ja, da fällt mir gerade ein Gedanke zu ein, der mir immer wieder begegnet. Es hängt ja sehr stark davon ab, mit wem ich es zu tun habe, jetzt auch im Sinne von, als Berater. Ne? Wenn ich jetzt einen Mitarbeiter bei mir sitzen habe, das kenne ich ganz oft, oder junge Leute, oder ja auch meine Kinder, die sich dann bitter beschweren, wie unfair es an der Uni zugeht, wie unfair es in ihrer Organisation, wie unfair der Vorgesetzte ist, dann ist so ein Standardsatz von mir immer, ja, aber Fairness ist, die gibt es mal nirgendwo. Also geh nicht davon aus, dass es fair zugeht. Hör auf, dich zu beschweren, versuch was zu ändern. Das ist ja was völlig anderes, wenn ich einer Führungskraft gegenüberstehe und die dann sagt, warum soll ich fair sein? Fairness geht es doch nirgendwo zu. Dann hätte ich die gleichen Argumente, die Sie jetzt auch haben, zu sagen, ja, du kannst zwar hingehen und sagen, da es nirgendwo fair zugeht, brauchst du es auch nicht zu sein, aber welche Vorteile hat es denn, wenn du fair bist? Aber da kommen wir ja gleich noch drauf. Ne? Genau, also, jetzt, ja. Ich habe jetzt hier gerade, das ist ganz interessant, ist es denn nicht der entscheidende Unterschied zwischen Fairness und Gerechtigkeit, dass Fairness aktiv ausgeübt wird, Gerechtigkeit aber oft nur geschieht? Das ist ein spannender Aspekt, den die Frau Peters hier einbringt. Und dann kommt die Frage nach der Definition, da kommen wir ja gleich zu, deswegen, also vielen Dank schon mal für die Hinweise, werden wir uns sofort widmen, weil Sie hatten das Gerechtigkeit und Fairness hier angesprochen, die Frau Peters, und das war mir dann auch aufgefallen, weil der Begriff gerade Fairness und Gerechtigkeit mir oft sehr also synonym verwendet wurde und Anstand dann nochmal irgendwas anderes ist. Aber vielleicht sagen Sie mal was. Ja, also das ist eine Frage, was ist Fairness überhaupt, wie definieren wir es? Kommen wir gleich vielleicht nochmal ein bisschen ausführlicher dazu. Dann kommt man natürlich ganz schnell auch zu der Frage, ja, was ist denn mit den Begriffen Fairness, Gerechtigkeit? Letztlich ist es so, diese Begriffe Fairness und Gerechtigkeit werden meistens synonym verwendet. Also wenn man in die Literatur schaut, dann wird dann früher oder später doch gesagt, naja, wir differenzieren jetzt nicht zwischen Fairness und Gerechtigkeit. Wir sehen es als Synonym an. Das habe ich letztlich auch gemacht mit dem Zusatzhinweis, wenn wir einen Unterschied sehen wollen, dann ist es häufig so, dass gesagt wird, Fairness hat ganz viel mit subjektiver Wahrnehmung zu tun, also mehr so das Empfinden. Und Gerechtigkeit ist sehr stark, steckt auch schon im Wort, so auf das Recht, auf Gesetze, auf Normen bezogen. Und wenn wir differenzieren wollen, dann kann man sagen, dass sich Gerechtigkeit mehr mit der formalen Regelkonformität beschäftigt. Und ob etwas gerecht ist oder nicht, kann letztlich ein Richter feststellen. Ob etwas fair ist oder nicht, werden wir immer wieder ausdiskutieren müssen. Okay. Ja, das lässt sich nicht per Richterbeschluss festlegen. Mhm. Sehen Sie denn noch einen Unterschied oder eine Abgrenzungsmöglichkeit zwischen, das wird ja auch von Führungskräften erwartet, sich anständig zu verhalten oder ethisch korrekt zu verhalten? Wo ist denn da die Abgrenzung? Ja, also für mich ist der Begriff Anstand ein Teilaspekt von Fairness. Okay. Ein Teilaspekt, der sich vor allen Dingen so mit dem Benimm, vielleicht auch Höflichkeit damit drin steckt. Es gehört zur Fairness. Für mich ist es ein Teilaspekt. Okay. Ja. Ja, schauen wir uns dann die Definition an. Also ich hatte meistens, habe ich auch, glaube ich, in der Beschreibung des Webinars geschrieben, Fairness, da ich selber vom Sport komme, immer so aus dem Sportbereich eher definiert. Und dann habe ich mich mal daran versucht, an einer Definition, eben aus dem Sport, und da bin ich auf ein Video gestoßen. Ich weiß nicht, ob das jemand von Ihnen kennt. Das stammt aus dem Tennis und ich habe mir das schon so oft angeguckt, weil ich es einfach zu witzig finde und gleichzeitig auch sehr, sehr bezeichnend. Kommen wir sofort zu. Ich würde es gerne mal kurz abspielen lassen. Das ist nur eine Minute oder so. Ich hoffe, dass es rüberkommt. Ich hatte auch schon mal Probleme mit YouTube-Videos bei den Webinaren. Ich spiele es mal ab. Will ich das natürlich nicht. So. Ewell's forehand hit 163 kilometers an hour. Fault. Also der Linienrichter sagt, der Ball war aus. Und er profitiert eigentlich davon und sagt, der war doch drin. Fordert seinen Gegner auf, das überprüfen zu lassen. Oh, this is great. He is challenging. We go to the point anyway.
All right, challenge left here, Fabio. Carlos Ramos is going through the motions. Out. Good sport, Jack Sock. Well, this better be in, otherwise he's going to look like a goose. I think he's confident and he knows it's in. Let's see the result, and it is in. Don't you love that? Good on you, Jack. Yo. Er hatte also recht, der Ball war drin und hat seinen Gegner aufgefordert, die Entscheidung in Frage zu stellen, die zu seinen Gunsten gelaufen ist. Und das, was ich darum so witzig finde, ich weiß nicht, ob Sie den Blick von dem Schiedsrichter gesehen haben und auch von seinem Gegner, die sowas von verblüfft und völlig überrascht und auch so ein bisschen ungläubig geguckt haben, wie man denn sowas machen kann. Mhm. Ja, kommt dir nicht so unvertraut vor, oder Herr Wieck? Nein, überhaupt nicht. Was ich ganz jetzt, ich habe es ja auch schon jetzt einige Male gesehen, an einer Stelle sagte die Kommentatorin, good sport. Mhm. Und das fand ich jetzt gerade ganz, ganz interessant, als einfach zu bewerten als guter Sport. Da müssen wir uns dann natürlich darüber unterhalten, was sind denn die Kriterien für guten Sport. Aber da kommen wir vielleicht an anderer Stelle ja, nochmal dazu. Was ich auch witzig fand, ist, dass die Kommentatoren gesagt haben, ja, sie hoffen, dass er jetzt wirklich drin ist, sonst würde er hier wie so ein Depp aussehen. Und das mit diesem, wie wird man denn wahrgenommen, wenn man tatsächlich fair ist? Das ist, glaube ich, auch nochmal Punkt, auf den wir gleich kommen werden. Also für mich wäre dann die Definition von Fairness, zumindest im Sport, auf einen ungerechtfertigten, nicht den Regeln entsprechenden Vorteil auf Kosten von anderen zu verzichten. Ich habe immer noch die zwei Zus da drin, ist ja nicht zu fassen. Doppelt hält besser. Und Sie haben nochmal gesagt, ja, sagen Sie mal was. Ja, das ist, also ich bin ganz bei Ihnen, ergänze gerne noch einen Aspekt. Im Sport heißt auf einen ungerechtfertigten, nicht den Regeln entsprechenden Vorteil auf Kosten von anderen zu verzichten. Ja, mit der Ergänzung, dass es meines Erachtens nicht nur um formale Regeln gehen kann, sondern dass es ja auch gerade im Sport unheimlich häufig so informelle Regeln gibt. Die stehen in keinem offiziellen Regelbuch drin. Als Beispiel gebe ich immer ganz gerne, beim Fußballspielen ist das üblich, wenn ein Spieler verletzt ist und der Ball ist gerade bei der gegnerischen Mannschaft, dass die gegnerische Mannschaft den Ball ins Aus spielt. So, und in dem Moment, wo sie das tut, rechnet sie schon damit, das ist eine informelle Absprache, Regel, steht in keinem Buch, dass sie dann von der anderen Mannschaft den Ball zurückgeworfen bekommt. Und da gibt es ja auch Fälle, wo das dann nicht passiert und dann ist das ein Aufschrei, das ist unanständig, das ist unfair etc. Also ich würde hier gerne den Aspekt informeller Regeln, Absprachen etc. mit reinnehmen wollen. Okay, und das betrifft ja sicherlich nicht nur den Sport, sondern das betrifft ja unser allgemeines Empfinden von Fairness, dass wir nicht nur gucken, was steht in irgendwelchen Gesetzen. Ne? Ja. Mal zu Ihrer Definition, wie Sie sie im Buch verwendet haben. Lautet eben, Fairness ist die als gerecht bzw. angemessen empfundene Berücksichtigung der Interessen aller Betroffenen. Ja, vielleicht zu der Entstehungsgeschichte ein bisschen. Ich habe natürlich, wenn man sich mit dem Thema beschäftigt, kommt ganz schnell die Frage auf, ja, was ist denn jetzt Fairness und wie definieren wir es? Und dann habe ich mir die Mühe gemacht und habe versucht, in der Literatur eine Definition zu finden, die eine gewisse Akzeptanz hat, die allgemein anerkannt ist. Es gibt sie nicht. Und das liegt eben daran, dass Fairness sich nicht über reine Worte auf dem Blatt Papier definieren lässt, sondern Fairness hat ganz viel zu tun mit subjektiver Wahrnehmung durch die Menschen, die von dieser Situation betroffen sind. Und das habe ich dann versucht, in Form einer Arbeitsdefinition zusammenzufassen. Also ich arbeite nicht mit einer Definition in dem Sinne, dass ich sage, so, das ist jetzt Fairness und da lässt sich auch nicht mehr diskutieren, sondern ich sage bewusst, das ist eine Arbeitsdefinition, um sie als Diskussionsgrundlage dann zu nutzen, miteinander im Gespräch zu sagen, ja, das sehe ich auch so, hier sehe ich Unterschiede. Ja, ich habe gerade letzte Woche wieder Workshops gehabt mit Führungskräften und dann wird immer wieder deutlich, dass die Frage, was definieren wir als Fairness oder wie definieren wir Fairness, sehr unterschiedlich in Worte gefasst wird. Deswegen meine Anregung an der Stelle, mein Verständnis, Fairness ist die als gerecht beziehungsweise angemessene empfundene, da kommt das Subjektive mit rein, Berücksichtigung der Interessen aller Betroffenen.
Und ich habe jetzt hier auch bewusst nicht der Beteiligten geschrieben, sondern der Betroffenen, weil häufig sitzen nicht alle, die von einer Entscheidung irgendwie betroffen sind, mit am Tisch, sind gar nicht beteiligt. Nehmen aber dann die Ergebnisse als fair oder unfair wahr. Deswegen die Interessen aller Betroffenen hier in der Definition mit drin. Wichtig vielleicht an der Stelle auch eine Anmerkung noch, die das Ganze realistisch einordnen soll. Wir werden, weil das so subjektiv ist, wir werden wahrscheinlich nie 100% Fairness erreichen. Ja, also es ist jetzt nicht der Anspruch, an diesem Konzept oder an diesem Ansatz jetzt irgendwo 100% immerwährende Fairness zu erreichen. Das ist im Zusammenleben der Menschen unrealistisch. Ja, aber es geht darum, eben diese Bereitschaft, dieses Bemühen zu haben, möglichst weit zu kommen. Mhm. Und das hat eben auch ganz viel damit zu tun, ja, was sind denn die Auswirkungen, die Folgen von Fairness oder von Unfairness? Das heißt also, jetzt mal auf eine Führungskraft bezogen, wenn sie jetzt im Kreis sitzt mit anderen Führungskräften und darüber diskutiert, eine Entscheidung zu treffen, ob das jetzt Gehaltsfindung ist oder Regeln oder einfach, ja, welchen Lieferanten, welchen Kunden, wie geht man denn mit denen um, dass es dann nicht nur schaut, empfinden die da am Tisch sitzen, das als fair, sondern sich zu überlegen, werden das auch die als fair empfinden, die davon unmittelbar betroffen sind? Und schon eine ziemliche Herausforderung. Also Das ist eine hohe Herausforderung, weil es diesen Perspektivenwechsel braucht. Genau, diesen Perspektivenwechsel. Und ich finde es immer wieder spannend. Ich arbeite ja auch oft mit Kollegen zusammen, auch in Projekten. Und da haben wir auch mal wieder erlebt, dass es eigentlich über klare Vereinbarungen und Regeln im Vorfeld schon versucht werden kann, einiges vorwegzunehmen und zu sagen, lass uns das im Vorfeld klären, wie wir damit umgehen wollen. Nimm mal als Beispiel, wenn man nachher sagt, wir haben ein Projekt, das wir gemeinsam bestreiten und wir einigen uns auch darauf, wie dann das Honorar geteilt wird, machen wir das 50-50 und bisher, oder einige sagen auch, ich habe es akquiriert, dann hätte ich gerne eine Beteiligung daran, wie auch immer. Also diese ganzen Geschichten, die wir dann diskutieren, am besten funktioniert es immer, wenn man, nachdem das Projekt gelaufen ist, sagt so, wie siehst du denn jetzt so deinen Anteil da dran und wie sehe ich meinen Anteil da dran? Und dann zu sagen, empfindest du das, was wir jetzt vorher besprochen haben, als fair oder nicht und lass uns das nochmal korrigieren. Mhm. Im Kleinen funktioniert das, ne? In der großen Organisation, kommen wir aber gleich drauf, ist das natürlich viel schwieriger. Wie will ich alle daran beteiligen und alle abfragen, ob sie eine Entscheidung als fair empfinden? Das wird ja schon super problematisch. Mhm. Es gibt hier eine Anmerkung von Frau Peters erstmal. Ich gehe mal eben auf den Chat, Herr Wieck. Ist das okay? Ja, gerne. Die Frage, nochmal zum Thema Gerechtigkeit und den Spielraum für die Gerechtigkeit beziehungsweise eben die Fairness. Ein Richter kann ebenso wenig Gerechtigkeit herstellen, er agiert nach Recht und Ordnung. Meines Erachtens ist das eine der Herausforderungen für Führungskräfte, dass sie dieser Verwechslung ebenfalls unterliegen und dass von ihnen Gerechtigkeit und nicht das Wiederherstellen von Recht verlangt wird. Ups. Ja, ich, vielleicht auch zu dem, was Sie eben sagten und zu dem, was die Frau Peters da geschrieben hat. Ich denke, ein erster Schritt ist, dieses Thema überhaupt als ein Kriterium in das eigene Denken und Tun noch stärker, als es vielleicht bisher der Fall gewesen ist, zu integrieren. Das heißt, sich bewusst zu sein, welche Auswirkungen hat es, wenn Mitarbeiter im Team eine Entscheidung der Führungskraft als unzureichend, unangemessen, unfair wahrnehmen. So, und ob das dann immer Recht und Ordnung widerspiegelt, das halte ich ehrlich gesagt für eine Notwendigkeit. Also als Führungskraft muss ich mich an Recht und Gesetze und dergleichen halten, weil sonst rutsche ich unter Umständen auch in entsprechende Haftungsprobleme hinein. Fairness geht ja dann eben noch einen Schritt weiter. An Gesetze müssen wir uns erstmal halten, aber selbst wenn wir das tun, ist eben die Frage, ob das die Mitarbeiter immer noch als angemessen wahrnehmen, was wir da entscheiden.
Und da halte ich es für sinnvoll, das überhaupt zu thematisieren, so wie Sie es ja eben auch beschrieben haben, mit den Kollegen darüber nachzudenken, gemeinsam im Austausch, was ist denn jetzt eine angemessene Verteilung der Vergütung an der Stelle? Ja. Ich weiß nicht, Frau Peters, ob das erstmal so ausreicht als Kommentar dazu, sonst müssen Sie vielleicht nochmal nachfragen. Die andere Frage von der Frau Wagner, besteht aufgrund der subjektiven Empfindung nicht die Gefahr, dass immer die bescheidenen Mitarbeiter zu kurz kommen? Ganz, spannend, ganz, oder? Ganz wichtiger Punkt. Deswegen habe ich in meiner Arbeitsdefinition eben diesen Punkt angemessene Berücksichtigung aller Interessen. Mhm. Das heißt eben, in dem Moment, wo bescheidene Mitarbeiter zu kurz kommen, können wir auch nicht über Fairness sprechen. Das heißt, zur Fairness-Kompetenz gehört auch, dass wir unsere Interessen auch wirklich überzeugend vertreten können. Also es gibt immer eine Gefahr bei dem Thema Fairness, das merke ich auch in der Arbeit mit den Führungskräften, dass die dann Angst haben, ja, Herr Wieck, wenn ich jetzt immer versuche, fair zu sein, dann bin ich ja immer der Schwache und dann bin ich immer derjenige, der zurückstecken muss. Mhm. Genau das ist es nicht. Also Fairness hat nichts mit Schwäche zu tun. Sondern Fairness hat etwas mit der Berücksichtigung von Interessen zu tun und dazu gehören unsere eigenen als Führungskraft genauso. Und da muss ich eben unter Umständen an meiner Kommunikationskompetenz arbeiten, um auch meine eigenen Interessen entsprechend vertreten zu können. Okay, lass mal vielleicht noch kurz diesen Aspekt von Fairness, dass dann Leute, die fair sind, dann zum Teil auch belächelt werden oder nach dem Motto, ist zwar schön fair, aber eigentlich ist es ja blöd, weil damit verzichtet er ja auf einen Vorteil. Also im Sport hat man das ja auch. Ne? Wenn einer hingeht und, ich letztens ein Video gesehen, Elfmeter bewusst verschossen hat, zugesprochen worden ist, hat gesagt, es war keiner, aber dann der Schiedsrichter gesagt hat, nee, er besteht auf diesem Elfmeter und hat dann einfach daneben geschossen. Ja. Da denke ich dann so, naja, die Interessen aller Betroffenen, wenn seine Mannschaft dann mitverliert, dann hat er ganz schön schwer, es denen zu erklären, warum sie jetzt wegen seiner als fair empfundenen Verhaltensweise eine Niederlage erleiden. Ne? Ja, ja. Wir werden bei dem Thema Fairness immer zu der Diskussion kommen, was sind denn unsere Kriterien, nach denen wir beurteilen wollen, ob wir etwas gut machen. Deswegen eben diese Aussage von der Reporterin, good sports. Mhm. Ja, also es kann sein, dass Menschen an der Stelle sagen, also sowas Blödes, wie der Spieler da gemacht hat, einen Punkt, den er eigentlich schon hatte, wieder abzugeben, weil er fair sein will. Da wird es Menschen geben, die an der Stelle sagen, das ist ja völlig naiv und blöd. Ja. Jetzt stellt sich die Frage, nach welchen Kriterien oder aus welchen Beweggründen treibt er da seinen Sport? Ja, da sind wir schon bei den Beweggründen von Fairness. Werden wir auch nochmal aufgreifen. Ich würde gerne, das war genau das. Ja, ich habe die Frage vorweggenommen, bevor ich die Folie gezeigt habe. Funktioniert also unser Leitfaden für heute. Ja. Fairness und Führung, da sind wir ja genau bei dem Thema. Also vielleicht eine Anmerkung noch ergänzend da zu der Folie davor mit diesen gibt es passende und weniger passende Situationen. Es gibt ein Risiko für Führungskräfte, wenn sie anfangen, sich die Situationen auszusuchen. So in der Situation bin ich jetzt mal bewusst fair und rede da auch ganz viel drüber. Und eine Stunde später in einem anderen Zusammenhang lasse ich dieses Kriterium Fairness mal völlig außen vor und spiele mal die falschen Karten. Das ist leider, sage ich auch ganz ehrlich aus meiner Beobachtung, etwas, was immer wieder passiert. Da sollten wir uns allerdings bewusst sein, da kratzen wir heftig an der Glaubwürdigkeit, ja, und an unserer Akzeptanz. Wenn ich das Thema Fairness als Führungskraft für wichtig erachte, dann werde ich es trotzdem nicht zu 100% erreichen, aber dann sollte es in jeder Situation auch ein Aspekt sein, den ich mit berücksichtige, so gut es dann jeweils geht. Also das heißt, wenn ich zum Beispiel darauf poche, dass man sich innerhalb des Teams fair verhält und gleichzeitig einen Lieferanten oder eine Nachbarabteilung über den Tisch ziehe. Genau, dann das ist ein Bumerang. Wird mir das irgendwann auf die Füße fallen. Ja, okay. Mit Sicherheit.
Ja, aber ganz generell jetzt Führungskräfte, die fair sein sollen. Ich lese ja nun extrem viel, auch immer Anforderungen an Führungskräfte, an neue Modelle, die Führung berücksichtigen soll. Ich finde, die Anforderungen, die an Führungskräfte gestellt werden, sind extrem. Also, ne, die sollen sich Zeit einräumen für strategische Überlegungen, die sollen viel Zeit aufwenden, viel mehr Zeit, als sie es tatsächlich tun, für Kommunikation und dann sollen sie gleichzeitig aber auch bestimmte fachliche Aufgaben erledigen. Jetzt kommen Sie daher und sagen, ne, die sollen sich vor allem mal Gedanken um Fairness machen. Ist das nicht ein bisschen viel verlangt? Also erstens, ja, es ist viel verlangt. Es ist eine Herausforderung. Also ich möchte das Thema jetzt nicht als so ein ganz easygoing-Thema darstellen. Das ist eine echte Herausforderung. Warum sollten Führungskräfte sich mit dieser Herausforderung beschäftigen? Weil sie letztlich, und da steckt jetzt ein Zeitaspekt drin, und unterm Strich sich ihre Arbeit dadurch leichter machen und sie erfolgreicher sein werden. Ja, und das lässt sich mittlerweile eben auch durch eine ganze Reihe von Studien belegen, dass eine Führungskraft, die von dem Team, den Mitarbeitern, den Kollegen als grundsätzlich fair und anständig wahrgenommen wird, eine solche Führungskraft hat sehr viel stärkere Akzeptanz, hat deutlich motiviertere Mitarbeiter, hat deutlich geringere Risiken, dass es zum Beispiel dazu kommt, dass Mitarbeiter das Team verlassen, kündigen, in den Widerstand gehen, hört sich jetzt ein bisschen extrem an, aber in den Widerstand gehen heißt ja nichts anderes, als zum Beispiel Dienst nach Vorschrift zu machen. Mhm. Ja. Das heißt also, Führungskräfte sollten sich meines Erachtens dieser Herausforderung stellen, weil es ihnen letztlich gut tut. Ja, weil sie etwas davon haben. Mhm. Die Frage ist jetzt mich tatsächlich, wie das denn in der Praxis aussieht. Also was, ich kann mich natürlich als Führungskraft bei jeder Entscheidung, die ich treffe, bei jeder Diskussion, bei jedem Meeting, das ich führe, kann ich mich da immer wieder im Anschluss hinsetzen und sagen, war ich da fair, habe ich für Fairness gesorgt. Aber wie soll es denn wirklich in der Praxis ablaufen? Was kann jetzt eine Führungskraft, oder was würden Sie Führungskräfte raten, die sagen, es ist mir ein wichtiges Thema und ich versuche noch darauf zu achten, aber es gelingt mir an vielen Stellen natürlich nicht. Oder mir werden von der Organisation Hürden in den Weg gelegt, was ja oft auch der Fall ist. Also wenn ich jetzt versuche, fair in Sachen Bezahlung zu sein. Und dann habe ich bestimmte Regeln in der Organisation, die dann vorschreiben, Mitarbeiter können aber erst nach einer gewissen Zeit in eine höhere Gehaltsklasse, was auch immer. Mhm. Ich kann ja gar nicht fair sein. Was ist konkret, würden Sie den Führungskräften raten, die sich mit dem Thema beschäftigen wollen? Also erster Punkt, ich hatte es vorhin schon mal angedeutet, erster Punkt ist wirklich dieses Kriterium Fairness in das eigene Denken, in die eigenen Entscheidungsfindungen mit integrieren. Zweiter Punkt ist, es mit dem Betroffenen, also mit dem Team etc. Immer wieder ansprechen. Also das Thema Fairness auf die Tagesordnung setzen heißt, okay, Kollegen, wenn wir das jetzt so und so machen, wäre das für Sie angemessen? So, jetzt sind wir ja nicht in Basisdemokratie in solchen Unternehmen. Das heißt, es wird Situationen geben, wo Sie als Führungskraft der Meinung sind, okay, ich entscheide jetzt so. Jetzt frage ich das Team, ob das so angemessen ist. Dann kriege ich Widerstand. Dann werde ich letztlich trotzdem entscheiden müssen. Aber der Widerstand und die Akzeptanz meiner Entscheidung, die hängt dann eben von verschiedenen Vorgehensweisen, auch Kriterien ab. Und da gibt es zum Beispiel, man nennt das die sogenannten vier Fairnessformen, die es uns leichter machen, zu überlegen, nach welchen Kriterien kann ich denn jetzt Fairness beurteilen. Ja. Okay. Kann ich, glaube ich, doch genau, mal aufhören. Genau, wollte ich gerade sagen. Es gibt nämlich die Möglichkeit, dass ich eine Entscheidung, eine Situation, eine Verhaltensweise danach beurteile, ob das Ergebnis, was nachher rauskommt, ob das fair ist. Ja? Und dann stellt sich natürlich die Frage, nach was bemessen wir denn dieses Ergebnis? Sie hatten eben zum Beispiel gesagt, Sie in Ihrem Team fragen sich dann nachher, welchen Beitrag habe ich geleistet? Ja, das heißt also, das Ergebnis wird unter anderem danach berücksichtigt, wer hat was geleistet. Wir könnten es aber auch danach berücksichtigen, wer braucht denn mehr? Mhm. Wer braucht denn im nächsten Jahr vom Marketingbudget den größten Anteil? Wer hat den größten Bedarf?
So, es kann auch sein, dass es bestimmte Anrechte gibt. Ja, bei mir im Arbeitsvertrag steht aber 30 Tage Urlaub drin. Das heißt, es gibt verschiedene Kriterien. Je mehr ich die kenne und ansprechen kann als Führungskraft, umso eher werde ich meine Entscheidung auch begründen können. Und was wir wissen aus der Forschung ist, je mehr wir unsere Entscheidung mit Fairnesskriterien begründen können, umso höher ist die Akzeptanz, umso weniger haben wir bei den Mitarbeitern den Eindruck, boah, das war aber unfair. Okay. Das heißt, das klingt jetzt erstmal nach ein bisschen ja, Hirnschmalz, den wir da reinstecken müssen. Das ist auch durchaus so. Der Effekt ist aber, dass Entscheidungen und Ergebnisse nachher eine ganz andere Akzeptanz bekommen. Zum Beispiel auch zweite Form dieses Verfahrensfairness. Ja, manche, und das sind gar nicht so wenige, die interessiert gar nicht so sehr, was nachher als Ergebnis bei rauskommt, sondern war das Verfahren dahin? War der Prozess, war die Diskussion, war die fair und gerecht? Und je stärker das so wahrgenommen wird, umso besser werden dann wieder die Ergebnisse akzeptiert. Kann ich vielleicht kurz noch was einwerfen, weil es fällt mir gerade ein, ich kenne es aus verschiedenen Teamsituationen, wo die Interessen der Betroffenen auch abgefragt wurden. Wie siehst du das? Dann kam irgendeine Entscheidung dabei raus, sei es nun als Mehrheitsentscheidung oder wie auch immer dann entschieden worden ist. Und dann reicht es ja oft, wenn man dann als Verfahrensbestandteil die Leute begründen lässt, warum sie mit dieser Entscheidung nicht so zufrieden sind. Dass sie sagen, meine Bedenken sind gehört worden. Und was ich oft erlebe ist, dass es extrem wichtig ist, dass man das dann auch noch festhält. Also dass man es einfach als Formulierung ans Flipchart schreibt oder ins Protokoll schreibt und sagt, so und so ist entschieden worden, die Bedenken von XY sind aber auch wahrgenommen worden. Dann ist das Ergebnis für den ziemlich unbefriedigend, aber er sagt, zumindest bin ich hier fair behandelt worden, weil meine Bedenken sind registriert worden und aufgeschrieben worden. Sowas meinen Sie wahrscheinlich auch mit Verfahrensfairness. Genau. Man nennt das jetzt, als Stichwort spricht man da von Voice. Ja? Haben die Betroffenen, haben die Möglichkeit gehabt, ihre Stimme zu äußern? Mhm. Und das Spannende ist wirklich, das lässt sich belegen, in dem Moment, wo zum Beispiel bei so Change-Projekten bei Fusionen, Kündigungswellen und so weiter. In dem Moment, wo es einen wirklichen Diskussionsaustausch gab, wo Mitarbeiter sich auf Betriebsversammlungen äußern konnten und diese Äußerungen zum Beispiel im Protokoll auch festgehalten wurden, ist anschließend die Zahl von Arbeitsgerichtsprozessen deutlich niedriger. Mhm. Ja, und das ist ein Beispiel, weswegen ich sage, wenn ich als Führungskraft so ein Change-Projekt zum Beispiel zu betreuen habe, dass ich mir eben nicht nur inhaltlich die Frage stelle, wie kriegen wir das jetzt hin etc., sondern dass ich mir auch die Frage stelle, was muss ich in dem ganzen Prozess berücksichtigen, damit die Betroffenen anschließend sagen, Ergebnis freut mich nicht, aber ist schon anständig über die Bühne gebracht worden. Okay. Ja. Informationsfairness heißt einfach informiert zu werden und interpersonale Fairness heißt, wie ist man mit mir umgegangen? War das respektvoll? War das konstruktiv oder bin ich da fertig gemacht worden? Ja, und das ist ganz spannend. Das ist für Menschen extrem wichtig. Ja. Und Frau Wagner hat eine Frage gestellt, welche Voraussetzungen Unternehmenskultur braucht Fairness, damit das auch wirklich gelebt werden kann? Zum Beispiel Fehlerkultur. Über das, was eine Organisation tun kann, kommen wir jetzt drauf. Ne? Sollen wir das damit gleich beantworten? Gerne. Also die Frage stellen, bisher haben wir ja darüber gesprochen, was kann die einzelne Führungskraft tun? Aber gerade auch bei Verfahrensfairness oder Informationsfairness kann ja auch viel über die Organisation optimiert werden. Mhm. Deswegen also die Frage, Sie schreiben das, Organisationen Fairness fördern können, indem sie ihre Prozesse, Verfahren und Regeln und Strukturen auf Fairness überprüfen, beziehungsweise bei der Gestaltung den Aspekt der Fairness berücksichtigen. Also hier, um das anzuknüpfen mit Frau Wagners Frage, was können Unternehmen konkret tun und haben Sie da vielleicht auch Beispiele? Mhm, gerne. Also aus meiner Sicht sehr wichtig, wir stellen Forderungen an Führungskräfte, da wo wir gerade drüber gesprochen haben, was jede einzelne Führungskraft tun kann, vielleicht auch tun sollte. Aber wir können Führungskräfte damit nicht alleine lassen. Ja, also wenn die Organisationskultur, Fairness
ich sag mal, schwierig macht oder sogar belächelt, etc., etc., dann wird es der einzelnen Führungskraft sehr schwer fallen, das im Team etc. umzusetzen. Und deswegen habe ich eben auch einen intensiveren Blick darauf geworfen, was können denn Organisationen tun? Und das geht im Prinzip ganz grundsätzlich und ganz oben los und geht dann immer weiter runter ins Detail. Oben meine ich damit oder ganz grundsätzlich, wir brauchen eine entsprechende Kultur, die Fairness haben will, die Fairness möglich macht. Und das fängt an bei so etwas wie Unternehmensleitbilder, Unternehmensphilosophie. Da stellt sich eben dann die Frage, steht da was zu Fairness? Wird Fairness da erwähnt? Ob es jetzt explizit das Wort ist oder ob das Wort Gerechtigkeit oder anständig ist. Ich habe viele Unternehmensleitbilder mir angeschaut. In manchen, gar nicht so wenigen, steht da explizit etwas zu und in anderen steht da gar nichts drin. Das hat natürlich auch Einfluss, insbesondere dann, wenn das von der Unternehmensleitung thematisiert wird, angesprochen wird oder eben nicht. Und was Verfahren und Prozesse angeht, das geht los mit Personalauswahl. Ja, wenn ich einen Auswahlprozess habe und ich mache ein Assessment Center, prüfe ich dann auch so etwas wie Fairness, Kompetenz, Fairness, Intuition ab. Das gibt es, also da gibt es Möglichkeiten. Ich kann das testen. Spielt das eine Rolle oder spielt das keine Rolle? Das finde ich jetzt ganz spannend. Wie testet man denn Fairness-Kompetenz oder Fairness-Intuition? Also Fairness-Kompetenz ist letztlich vieles, über das wir jetzt auch schon gesprochen haben, zum Beispiel eben zu wissen, was ist Menschen wichtig, nach welchen Kriterien. Okay. Also das, was wir gerade so zum Beispiel Formen von Fairness etc. Ja, das kann ich natürlich in einem Gespräch, in der Diskussion auch rauskitzeln. Hat da ein Menschen ein Gefühl, eine Sensibilität für oder nicht? Fairness-Intuition wird so als Begriff genutzt, um auch abzufragen, erkennt jemand, wenn es unfair zugeht, wenn Menschen unzufrieden sind? Ja, also diskutiere ich zum Beispiel im Assessment Center mit einer Gruppe von Kandidaten bestimmte Situationen, dann gibt es Kandidaten, die sprechen von sich aus an, naja, hier sollten wir aber nochmal die Perspektive von dem und dem berücksichtigen und so weiter. Okay. Dann zeigt das eine gewisse Fairness-Intuition. Oder habe ich da einen Kandidaten, der schaut einfach nur auf die reinen ökonomischen Zahlen und berücksichtigt gar nicht. Oder ob es für ihn selber fair zugeht. Genau, oder immer nur auf sich, auf seine Perspektive betrachtet. Ja. Und ganz wichtig sind eben auch so Fragen, Regeln, aber auch Anreizstrukturen. Ja, wie ist die Vergütung im Unternehmen geregelt? Da gibt es zwei Ansatzpunkte. Erstens, nach welchen Anreizen und Kriterien wird bezahlt? Ist das zum Beispiel im Vertrieb, ist das die individuelle Verkaufszahl des einzelnen Vertriebsmitarbeiters? Je stärker ich das individualisiere, je stärker ich da auch einen Wettbewerb reinbringe, das weiß man aus Untersuchungen, umso stärker werden die Ellenbogen ausgefahren. Ja, je mehr ich da jeden Monat einen Mitarbeiter des Monats an die Wand hänge, umso weniger werden sich Mitarbeiter gegenseitig unterstützen, etc. Aber und was zum Beispiel ein Aspekt... Darf ich mal eben ganz kurz, weil Sie das Thema mit dem Bezahlen und dem Vertrieb, gerade im Vertrieb ansprechen. Auch das ist ja eine Frage, was ich will. Ne? Also ich kann ja auch hingehen und sagen, wenn alle Vertriebler sagen, fair ist, wenn man nach seinem Ergebnis bezahlt wird. Ja. Und weil das geht ja im, sagen wir mal so, könnten die ja die Haltung haben, das geht im richtigen Leben ja auch so zu. Wer am meisten reinholt, der kriegt auch am meisten. Wenn das für alle fair ist, kann man das ja sogar so machen, oder? Man muss sich darüber verständigen. Ja, nur wir sollten dann nicht vergessen, dass es eben auch noch andere Aspekte gibt. Das ist ein schönes Beispiel mit dem Vertriebsteam. Jetzt stellen Sie sich vor, natürlich kann ich als Unternehmen Interesse daran haben, dass die 12 Vertriebsmitarbeiter jeder für sich optimale Verkaufszahl erwirtschaften. Ich kann als Unternehmen aber unter Umständen auch ein Interesse daran haben, dass der Vertriebsmitarbeiter, der seit 30 Jahren im Geschäft ist und noch 2 Jahre dabei ist, ja, dass der jetzt nicht unbedingt in seinen letzten 2 Jahren jeden Euro Umsatz noch rauskitzelt
um eben auch entsprechend bezahlt zu werden, sondern es kann für das Unternehmen viel, viel lukrativer und interessanter sein, dass der seine letzten 2 Jahre sehr stark dafür einsetzt, sein Wissen an jüngere Kollegen weiterzugeben. Ja. Schönes Beispiel. Das bedeutet aber auch da wieder, ich muss darüber reden. Ich muss dann sagen, als fair sehen wir nicht nur an, entsprechend dem Ergebnis bezahlt zu werden, sondern als fair in dem Fall zum Beispiel, wie weit gebe ich mein Wissen weiter und so weiter. Ja, ja. Sowas kann man aber schlecht in Regeln packen, oder? Weil die Frage ist ja, was kann Unternehmen tatsächlich tun? Also hier Verfahren, Regeln und Strukturen auf Fairness überprüfen. Ich kann ja nicht über Regeln Fairness alleine organisieren. Ja, ich habe deshalb ein Kapitel im Buch habe ich genannt Regeln Fairness. Mhm. Ja, und letztlich komme ich zu der Antwort, ja, Regeln sind ein Orientierungspunkt, aber mit Regeln kann ich nicht alles regeln. Okay. Und Fairness ist auch mehr als nur die Regeln anzuwenden. Das heißt, es muss ständig im Gespräch bleiben, anders geht's nicht. Es geht nicht anders. Es geht nicht anders. Nur dieses Gespräch tut halt auch sehr gut, weil es zum einen wieder das Thema Voice, weil ich die Mitarbeiter beteilige, weil ich mir ihre Meinung anhöre, ja, und weil ich dadurch eben auch eine höhere Akzeptanz bekomme. Ja, Sie sagten, es gibt Unternehmen, die das in ihren Leitlinien tatsächlich explizit stehen haben. Das ist ja das eine. Ich schreibe es in die Leitlinien rein. Gibt es Unternehmen, die das auch leben, wo wir wirklich von einer Fairness-Kultur sprechen können? Ja, es gibt sicherlich Unternehmen, bei denen wir eher von einer Fairness-Kultur reden können als in anderen Unternehmen. Ich formuliere das jetzt bewusst so, weil wenn ich jetzt Namen nenne, Beispiele nenne und dann kommt jemand und sagt, aber in der Situation waren die aber überhaupt nicht fair. Ja, das wird passieren, weil es gibt eben nicht 100% Fairness. Okay. Aber wenn ich mir jetzt zum Beispiel, ein Beispiel, was sicherlich auch mittlerweile breiter diskutiert wird, Unternehmen anschaue, wie die GLS Bank aus Bochum, ja, die ihr ganzes Geschäftsmodell eben schon ganz anders aufgebaut hat und bewusst sagt, wir verzichten auch auf Geschäft, wenn es gegen unsere Prinzipien verstößt. Wenn es aus unserer Sicht eben nicht fair ist, das und das Geschäft unter den Bedingungen zu machen, dann machen wir es nicht. Ja, als ein Beispiel. Die Sparda Bank in München zum Beispiel, da gibt es einen Geschäftsführer, der ganz bewusst sagt, wir nehmen als ein starkes Entscheidungskriterium das Prinzip der Nachhaltigkeit. Nachhaltigkeit hat meines Erachtens sehr viel mit Fairness zu tun mit rein. Oder auch so ein Hersteller von Outdoor-Kleidung für die Firma VD. Das sind Unternehmen, die sich explizit bewusst dafür entscheiden, nachhaltig und fair vorzugehen und interessanterweise immer erfolgreicher werden. Okay. Auch nach ökonomischen Kriterien. Ja, das ist ein interessanter Aspekt. Ich gucke jetzt gerade auf die Uhr, Herr Weg. Wir haben jetzt tatsächlich die Dreiviertelstunde schon gesprochen. Ja. Aber den letzten Aspekt, den Sie jetzt ansprachen, würde ich gerne noch aufgreifen. Also ich sehe das immer wieder in allen Veröffentlichungen, die Unternehmen oder Führungskräften Tipps geben, wie sie sich aufstellen sollen, wie sie sich verhalten sollen. Und immer geht es dann irgendwann auch darum, wenn ihr das denn macht, seid ihr auch erfolgreicher. Also wenn ich Ihnen jetzt ein Gesundheitsmanagement verkaufe, dann werden die Mitarbeiter gesünder, dann sind die leistungsfähiger, dann werden die auch länger fit bleiben und länger ihre Leistung bringen. Was auch immer ich Ihnen als Modell empfehle, womit Sie sich intensiv beschäftigen sollen, bedeutet immer dann auch größeren wirtschaftlichen Erfolg. Ich habe nämlich das die ganze Zeit so beschäftigt, während ich auch das Buch gelesen habe, und dann bin ich auf das gestoßen, hier, dass Sie drei Beweggründe nennen. Und das würde ich dann so als Fairness als Instrument bezeichnen, dass man da hingeht und sagt, selbst wenn ich jetzt nicht so wahnsinnig voll davon überzeugt bin, dass Fairness was bringt, weil das Fairness wichtig ist, also ich das nicht als Wert an sich so wichtig nehme wie das letzte hier, dann mache ich es mindestens, damit ich erfolgreicher bin. Ist das eine Möglichkeit? Also das ist sicherlich ein ganz zentraler Beweggrund. Ich nenne das so die Nutzenorientierung im Fairness. Fairness passiert sehr häufig auch aus einem Kalkül heraus, zweckrational. Ich erhoffe mir dadurch etwas. Ja, das ist so und ist ja auch erstmal nicht schlecht. Das Problem ist, wenn das der einzige Beweggrund bleibt. Okay. Ja. Wir wissen, dass es für viele Menschen auch ein Beweggrund ist, auf Fairness, Anständigkeit zu achten, weil wir damit natürlich auch uns eine Identität schaffen, auch so etwas wie eine Reputation. Ne, als soziales Merkmal wird es auch genannt. Das heißt,
ein Mensch in einem Team, in einer Gruppe, der als anständig gilt, hat eine andere Reputation als jemand, der als Trickser oder dergleichen. Mhm. Und der dritte Beweggrund, und das ist mir auch wichtig, den ganz bewusst hier in der Liste zu haben und auch anzusprechen, ist, es gibt eben auch Menschen, die wollen einfach fair sein. Ja. Und da ist Fairness der Wert an sich, egal ob ich jetzt in dieser Situation dadurch einen Vorteil, ob ich dadurch irgendwie eine besondere Reputation mehr aufbaue, ich will fair sein. Das ist ein dritter Beweggrund. Es gibt ein Zitat von einem Sportler, da ging es, glaube ich, auch um Elfmeter, der absichtlich verschossen wurde, und der wird dann anschließend gefragt, ja, warum haben Sie das gemacht? Der sagte schlicht und einfach, weil ich fair spielen will. Ja, das war sein Beweggrund an der Stelle. Der hat das nicht mit irgendwas anderem begründet, sondern er sagte, unfair will ich nicht gewinnen, dann habe ich da abends auch nichts von, freue ich mich nicht drüber. Ja, okay. Ich hatte mir noch eine Frage für den Abschluss vorgenommen, aber ich würde gerne die Teilnehmer noch kurz zu Wort kommen lassen, gerne. Weil sonst finde ich das immer schade. Die Frau Peters hat nochmal die Frage gestellt, es bleibt Doppelpunkt, ein guter Austausch, eine gute Teamkultur. Kultur im Sinne des Kultivare, entwickeln und pflegen. Wie nennen Sie das ausdrücklich? Fairness, fair sein? Ja, ich nutze diesen Begriff Fairness, der hat ganz viel mit dem zu tun, gute Teamkultur, Wertschätzung etc. Warum nutze ich den Begriff Fairness? Weil meines Erachtens da noch zusätzliche Aspekte hinzukommen, zum Beispiel eben Aspekte wie, kann ich denn diesen Interessenkonflikt herbeiführen? Ja, nach welchen Kriterien wird denn zum Beispiel Fairness bemessen etc.? Das hat für mich sehr viel mit so Team-Themen zu tun, mit Kulturthemen, aber es ist eben nochmal ein zusätzlicher Aspekt da mit drin. Deswegen auch explizit dieser Begriff Fairness. Ja, also ich habe durch das Gespräch... Jetzt verstehe ich nichts mehr. Ich weiß nicht, ob ich noch zu hören bin. Ich höre gerade nichts mehr. Frau Peters, Frau Wagner, können Sie mich denn noch verstehen? Herr Weiß. Okay. Dann würde ich jetzt einfach versuchen, dass wir uns noch weiter miteinander beschäftigen. Ich habe das Gefühl, der Herr Tönnissen ist gerade nicht mehr zu hören. Okay. Gut. Vielleicht schreiben Sie in den Chat nochmal Fragen, auf die ich gerne eingehe. Die Frau Wagner schreibt gerade, dann warte ich noch einen Augenblick.